Rückwärtsgang rein. Jetzt brauchen wir für den Trailer-Assistenten auch den Park-Lenk-Assistenten, der ja unsere ganze Lenkbewegung dann macht. Ja. Obere Reihe Knöpfchen, zweiter von links. Zweiter von links, nehmen wir den? Ja. So. Und jetzt taucht was Interessantes auf, was ihr noch nicht gesehen habt vorher. Es taucht was Interessantes auf. Wir haben auf einmal einen Joystick zur Verfügung. Spiegelknopf, ja. Und zwar fahren wir, lenken wir das Auto jetzt mit dem mit der Spiegelverstellung. Okay, das heißt, ich gehe jetzt von der Bremse? Nein, noch nicht. Okay. Das heißt, wenn ich das gesamte Gespann jetzt nach links fahren will, also eine Linkskurve einleite, drücke ich den Joystick nach links. Das gleiche gilt für rechts. Sprich, in der jetzigen Situation würde ich auch nach links fahren. In der jetzigen Situation. Also erstmal geradeaus, geradeaus und dann nach dem Hindernis links. Genau. Und dann kommen wir halt auf diese Sonderposition, der Pfeil, der nach hinten zeigt. Und zwar bedeutet der, dass das Fahrzeug den Hänger folgt. Der Hänger gibt die Richtung vor. Ne? Okay. Das ist so ein bisschen wie Schwanzwedel mit Hund-Situation. Okay. Jedenfalls, sehr schön. Jedenfalls gibt er einfach die Richtung vor. Ja. Wenn wir uns die Richtung dann irgendwann nicht passen sollte, können wir das jederzeit auch korrigieren. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts und so weiter und so weiter. Wir machen es jetzt aber mal ganz grob motorisch hier. Wir fahren erstmal geradeaus rückwärts. Das heißt, Joystick nach hinten ziehen. Das ist der Spiegelknopf. Spiegelverstellung. So, ich habe nur die Bremse gelöst. Auf der Bremse da bleiben bitte, weil das Auto würde sonst zu schnell werden. Wir sehen schon, es passieren einige kleine Lenkkorrekturen. Ja. Oh, der Hänger läuft uns jetzt ein bisschen weit nach innen. Sekunde mal, kurz. Dann können wir es einfach so korrigieren, dass wir einfach 1, 2 Tacken nach da gehen. Dann sieht man schon, da passiert was. So, das ist der Ist-Hänger, ist der weiße. Ja, okay. To-be-Hänger ist der orange, Verstehe. Das wäre jetzt ein bisschen viel Kurve, also wir sind jetzt nach links. Okay. Also orange, ich habe das ein bisschen korrigiert. Ja, okay. Und ich will jetzt aber geradeaus zurückfahren. Wir wollten erstmal geradeaus zurückfahren, na gut. Okay, das hat schon mal nicht so gut geklappt. Warum nicht? Weil ich schlecht eingestellt habe. Ah, okay. Ja. Wir wollen eigentlich nur geradeaus. Ich stell doch einfach mal eine kleine, ganz leichte Rechtskurve, also zwei Tacken nach rechts. Zwei Tacken nach rechts. Ja. Dann wird das schon wieder. Kontrolliert jetzt hier aber auch genau das. Okay, dann noch weiter. Jetzt können wir sagen, okay, jetzt fahren wir wieder geradeaus. Das heißt, wir ziehen den Joystick mal nach hinten. Und wir fahren dann wieder stur geradeaus. Also nach hinten ziehen heißt ganz Folge stur geradeaus. Folge dem Hänger. Das heißt nicht unbedingt stur geradeaus, aber so etwa auf. Und ist jetzt die Länge des Hängers auch, das hat nur so viel Last? Bin ich jetzt scharf links rum. Man sieht, das Auto schlägt nach rechts ein, das ist ja die Schwierigkeit dabei. Und ich halte den Knopf jetzt so lange fest, bis mir das Bild da gefällt. Wenn der will jetzt weiterfahren, merkt der das Auto, wo der Hänger hinläuft und gibt dann diesen Winkel noch weiter frei. Also fast auf 180 Grad, also 90 rechts, 90 links. Diesen Punkt warten wir ab, einfach mal losrollen. Noch weiter auf. Gut. So, jetzt gehen wir einen Tacken zurück. So, das ist jetzt etwa auf 8 Uhr. Ja. So, jetzt lass ihn mal rollen. Komplett beruhigt. Ich weiß, dass das Auto jetzt an der richtigen Stelle angemacht. Aber das war jetzt noch ja, und wenn der Hänger gerade steht, dann. Stopp jetzt. Yep. Jetzt nochmal nach hinten schieben den Joystick. Ich weiß das nicht. Aber noch die Erwartung. Lass ihn rollen, ja? Einfach nach hinten und jetzt wird er schön sauber da einfahren. Und dann werden wir auch mit dem ganzen Gespann wieder komplett gerade stehen. Jetzt nochmal nach hinten.